Geil! Geiler Druide. Macht er jetzt mit? Jawohl, macht er. Ja, räum die mal weg, du. Ich kümmere mich um die. Na. Da hatte ich wieder einen Ping-Einbruch. Hallo Sanitäter. Was zur Hölle? Wie viele kommen denn noch? Ah, das scheint der letzte zu sein. Sehr gut. Hat so ausgedroppt. Danke. So, was haben wir denn hier? Schocktruppe, Kommando. Noch ein Kommando. Okay, ohne Schocktruppe. Was? Spinnst du wohl? Fall um und hör auf zu rumzustöhnen. Danke. Idioten. So. Kriegen wir jetzt Besuch. Bonus stifte Chaos 1 von 3? Wie stiftet man Chaos? Ah, egal. Finde ich schon raus. Ah, so stiftet man Chaos. Okay. Da kommt ein... Ist so ein Starker. Na denn. Gib ihm. Bom. Und da ist das dritte zum Chaos stiften. Es wird auf jeden Fall das Kommando wegfetzen. Hoffe ich mal. Drop mitnehmen. Kabum. Jop, Kommando ist tot. Habe ich doch gesagt. Hihi. Kabum. Geh weg. Danke. Flop. Okay. Zwei Kommandos. Kabum. Jetzt habe ich ganz in Ruhe Zeit, mich um die Jungs hier zu kümmern. Ja, ist tot. Jetzt kommt der Chef ran. Mach mal. Ich glaube, ich sollte sein Nachladen öfter unterbrechen. Das sieht nicht gut aus. Den Buff, den er aufbaut. Mächtigere Fähigkeiten, ja. Vollautomatik bei 3. Wenn die scheitert, muss er nochmal neu nachladen. Wie es aussieht. WTF, was geht jetzt ab? Danke. Und weg. Oh, hi. Also ich hab Spaß. Wer war jetzt, ne? War das? Ach, Korea, okay. Huch. Würdet ihr meine Ilara in Ruhe lassen? Anscheinend nicht. Okay. Verdammt, ich kann nicht mal meinen Heldenmoment benutzen. Was zur Hölle? Hilfe! Ein Freitod. Kommt ihr jetzt näher? Sehr gut. Dann weiß ich, wer dazugehört und wer nicht.
Stirb jetzt. Care. Schnell! Danke. Und überlebt. Phew. Hinterhalte sind ganz gemein. Bitte, bitte. Aber auch das haben wir überlebt. So, Schocktruppe, Kommando, Kommando, Schocktruppe. Okay. Ach, noch ein Kommando. Kümmere ich mich zuerst um dich. Du liegst da so schön. Weg. Komm her. Weg. Weg. So, die haben wir auch. Weiter geht's zu dem Dezimator-Bot. Der auch keine große Herausforderung darstellt. So, dann geht's jetzt weiter zur Position Gamma. Da. Bombe. Na? So komme ich dran. Ihr Luschen. Oh, Kommando. Blöd, wenn er überlebt. Würde ich mal so sagen. Stirbst du wohl. Dankeschön. Und tschüss. Fall um. Danke. So. Schocktruppe unten starker. Auch kein Problem. Was? Mann. Alles muss man selber töten hier. Schlimm ist das. So, haben wir hier irgendwas drin? Ein Druide. Eric, niemand mag dich. Das wird sich niemals ändern. Egal, was du mir mitbringst. Niemand kann dich leiden. Hier Jorgen. Rakt uns Flanken ist erledigt. Wir werden vorrücken und alle Überlebenden aufschalten. Hallo. 31k live. Packen wir! Jetzt gibt's erstmal Party. Wenn er Schaden machen würde. Was er nicht tut. Wow. Ich wollte gerade noch auf Nachladen drücken und alles, aber nö. Braucht man nicht. So, kommen jetzt noch ein Hinterhalt? Nö, sehr schön. Bauen wir einmal hier raus. Die Bastion. Wie sichert man den? Indem man alles... Holy Wakamoli. Indem man alles tötet, was sich bewegt, nehme ich an. Hallo! Das scheinen unsere Jungs zu sein. Würde ich sagen, lassen wir sie da mal raus. So.
Das sind definitiv unsere Jungs. Stehen hier welche? Hier stehen keiner. Okay, dann muss ich die Jungs noch umhauen. Auch kein Ding. Hi. Holy. Ah, vielleicht ist es Druide. Lara, was tust du? Okay. Och, jetzt auf einmal seid ihr da. Ihr habt so eine Niederlage. So, Schlag gegen das Imperium. 250 Leute gekillt. Okay. So, ihr Luschen. Was habt ihr da getrieben? Alle fertig? Bericht. Wie ist der Status unserer Truppen? Der Chaos-Trupp ist voll einsatzbereit. Keine Verluste. Die Verteidigungen auszuschalten brauchte seine Zeit, aber es war einfach. Keine Verluste. Es war nias estret fortulo da gale merengo homaleba. Das war ein großer Schlag gegen die besten Truppen des Imperiums. Wir können stolz auf uns sein. Jetzt muss die Position nur noch gehalten werden, bis wir den Mann haben, wegen dem wir hier sind. Bleibt wachsam. Wahrscheinlich lenkt General Rakton seine Truppen von der Kommandozentrale aus. Sie befindet sich bei diesen Let's Koordinaten. Go. Wir können fortfahren, wenn ihr soweit seid, Major. Jetzt gibt's aufs Maul. Und zwar so richtig. Helm-Moment ist ready. Es wird ihn nicht freuen, wenn er auf einmal Steinchen ins Gesicht kriegt und einen Tritt in den Allerwertesten und so. Ich hab Post. General Rakton. Wie viel hast du? Oh, 32k Life. Ich dachte, du bist stärker. Luscher. Schauen wir mal. Einziger würdiger Gegner in der gesamten Republik. Es ist wohl Ironie, dass gerade ihr all meine Pläne ausmanövriert, um das Volk der Republik zu retten. Merkt ihr denn gar nicht, dass eure korrupten, willensschwachen Anführer euch in den Abgrund stürzen? Eure Republik wird fallen. Entweder durch die Hand des Imperiums oder durch die Schwere ihrer eigenen Dekadenz. Das Ende ist unausweichlich. Warum zögert ihr das Leiden hinaus? Begrüßt ihr so alle, die ihr trefft? Haltet ihr das etwa für einen Scherz? Das Volk der Republik lebt unter dem Stiefel der Bürokratie. Es wird weder ermutigt, noch wird ihm erlaubt, sein Potenzial zu entfalten. Unter imperialer Herrschaft wird euer Volk frei sein, sich selbst zu übertreffen und sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Ich werde eurem Volk die Zukunft schenken, die es verdient. Das Imperium befreit niemanden. Es erobert nur. Es ist bedauerlich, dass ihr nur dann an einem zivilisierten Leben teilnehmt, wenn man euch dazu zwingt. Mit den Informationen, die ich zusammengetragen habe, kann ich einen so zerstörerischen Krieg führen, dass eure Republik in wenigen Monaten fallen wird. Das ist mein Angebot. Kehrt zu euren Auftraggebern zurück, überredet sie bedingungslos zu kapitulieren und vermeidet dadurch Millionen von Opfern, die einen Sieg verhindern wollen, der eurem Volk die Freiheit bringen wird. Ihr werdet keine Kampagnen mehr leiten, Rakton. Gebt auf. Narr, ihr könnt mich genauso wenig aufhalten wie die Millionen anderen, die es schon versucht haben. Ich hoffe, der Anblick eurer Leiche wird wenigstens eure Untergebenen zu Okay, was kann ich denn sagen? Wenn ihr noch letzte Woche habt, solltet ihr sie jetzt sprechen. Er kann sich unsichtbar machen. Cool. Arschgeige. So, jetzt machen wir Party hier. Wo ist Rakton? Ah, vergiss es, Freundchen. Ja, der andere hat ihn geheilt. Okay. Trotzdem. Alter!